Zum Abschalten habe ich noch auf eine Sache Bock, Leute. Und zwar schauen wir ein Vernünftig-Video. Der Kanal heißt Eure Videos Vernünftig. Der deutscheste Name für einen Kanal aller Zeiten. Rein da. Eure Videos. Hallo, liebe Schlüpferstürmer. Ja, das ist ein sehr deutscher Kanal. 16 ist da und Polizeiautos kommen immer gut an, deswegen fangen wir damit auch an. Oha, hat der Blaulicht? Ich glaube, der hatte kein Blaulicht, oder? Warte. Und Polizeiautos kommen immer gut an, deswegen fangen wir damit auch an. Warte mal, der will rechts abbiegen oder warum ist er auf der Rechtsabbiegerspur? Hä? Polizeiwagen will von der Rechtsabbiegerspur geradeaus fahren, aber kein Blaulicht. The fuck? Naja, haben wohl Wichtigeres zu tun, als den jetzt zu verfolgen. Ach, die wollen da vorne rechts abbiegen, okay, verstehe. Immer gilt hier bei sowas, verstehe ich nicht. Es war grün, ja klar, Leute, es war grün, aber das heißt, hier jetzt die Analyse. Der will nicht hier rechts abbiegen, sondern da vorne und da muss man sich schon einreihen und hier ist rot. Es macht keinen Sinn, hier mit 100.000 km/h reinzugehen, vor allem, wenn man weiß, dass die Abbieger kommen. Guck mal, wie er da reinfährt, obwohl er weiß, dass da vorne rot ist. Deswegen fangen wir damit auch an. Es wird rot. Zack. War nicht gut geregelt von den Polizisten. Naja, haben wohl Wichtigeres zu tun, als den jetzt zu verfolgen. Würdet ihr bei der Polizei ragen, wenn die Scheiße bauen? Ich nicht, glaube ich. Verstehe ich nicht. Nur meine Fresse halten. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Er sagt genau dasselbe. Es ist kein Auto da. Es ist kein Auto da. Kein einziges. Es ist kein Auto da. Warum geht er auf die mittlere Spur? Verstehe ich nicht. So dumm, ey. Wow, gute Reflexe. Das geht halt bei denen, ne? Da gibt's nur Baum oder keinen Baum. Ey, da gibt's nur... Lol. Was war denn das jetzt? Ein Rentner wahrscheinlich. Das ist was für dich. Och nein, jetzt kommt sein Y-Food-Placement, oder? Sascha, ne? Der Partner fällt hier auf die Straße rum. Och, da hast du mir aber ein schönes Video geschickt. Das kann ich direkt zu einer Werbung umwurzeln. Ja, also ich gönne ihm seinen Hack, guckt es gerne im Video, aber wir wollen nur die Autoteile sehen. Aber es muss irgendwas mit komplettem Wahnsinn zu tun haben. Hä? Als hätte er irgendwie einen Schlag bekommen vom Beifahrer, oder? Fuck? Einfach besessen? Hä? Das biegt ja auch noch so ein. Man kennt's, die Sonne scheint so beschissen in diese Ampel rein, dass du es nicht mitkriegst, dass sie umschaltet, wenn du nicht in dem Moment auch wirklich reinguckst. Ja, fahr ganz langsam los. Fahr langsam los. Ja, ganz langsam, alles gut. An zweiter oder dritter Warteposition einfach viel besser als der erste. Aber ohne Witz. Und dieser hier ist farbenblind. Was machen wir denn? Mann, fahrt doch, ey. Ja, weil der darüber will. Ja, aber dann lass ihn doch auch, oder? Ja. Ja, oder ihr hättet ihn rüberlassen können. Also was ich finde, ist, es wird immer gesagt, Leute, die zu schnell fahren, sind gefährlich und das stimmt absolut, aber man muss auch darauf hinweisen, dass es so viele Menschen gibt, die so übervorsichtig fahren, dass sie eine Gefahr sind für den Verkehr. Wenn die quasi zum Hindernis werden, weil die so langsam fahren oder komisch bremsen oder so, weil die übervorsichtig sind, kann auch ein Unfall entstehen. Das wird aber nie erwähnt. Das sind genau solche Fahrer. So eine Minute später dann ungefähr. Wieder. Hier geht's rechts um den weißen PKW und da vorne wartet an der Tankstelle ein kleiner roter PKW. Ihr seid halt schon hardcore. Boah. Das ist halt das Problem, Leute. Jetzt mal aus Autofahrersicht. Der Rote steht nicht direkt quasi im 90-Grad-Winkel, sondern der steht so schräg in einem viel spitzeren Winkel. Und dann ist es immer schwerer, quasi zu schauen, wer von links kommt, weil man so richtig nach hinten schauen muss. Und das machen die wenigsten. Und du kannst auch nicht deinen Rückspiegel benutzen, weil der nicht so weit so einen weiten Winkel hat. Wisst ihr, was ich meine? Ihr seid schon hardcore. Abfuck. Aber geiles Auto. Das habe ich auch nicht gesehen. Oh mein Gott. Alter, habe ich mir in die Hose geschissen. War das unangenehm. Okay. Okay. Hört wohl jemand das Leben satt, oder? Was? Boah. Wisst ihr, was ich scheiß finde? Das ist immer so, und das wissen die Fahrradfahrer, und deshalb sind sie so frech. Ich bin selbst sehr, sehr gerne Fahrradfahrer. Aber die wissen, wenn was passiert, bin ich trotzdem nicht schuld. Meistens. Außer es gibt ganz viele Zeugen und alle Stränge reißen, aber meistens wissen sie, sie sind nicht schuld. Und sie wissen das ganz genau. Die wissen auch, Leute fahren hier nicht auf. Und auch wenn sie nicht im Recht sind, sieht es immer so aus, als wären sie im Recht, weil sie das schwächere Glied im Verkehr sind und die spielen damit. Genauso wie der fährt da einfach lang. Juckt ihn nicht.
Rote Ampel? Komplett ignoriert. Sowas ist so gefährlich. Wenn da jemand mit 100 durchjagt oder so, oder lass 50 sein, der fährt seitlich rein, Beifahrer am Arsch. Das ist so dumm. Kriegt ihr auch immer Paranoia, wenn man an so Schwerlastern vorbeifährt auf der Autobahn? Nämlich immer extra Abstand. Was macht der? Naja, typischer toter Winkel. Das war auch ein aggressiver Hooper. Sag mal Leute, auch hier noch jemand einen Busch? Ein Busch? Warum ein Busch? Ach so, da ja, kommt ein Busch. Kein Netz drüber, ne? Hast verloren. Leute. Im doppelten Sinne. Ach Gott. Yeah. Verloren. Zur Motivation der Menschheit nochmal ein positives Ereignis. Gibt er ihm gerade Fernlicht? Ich sehe das nicht ganz. Oh, sehr gut. Danke fürs Mitdenken, Markus. Sehr gut. Markus, Ehrenmann. Aber das denke ich auch immer, das ist doch Standard eigentlich. Der Move ist doch Standard, oder? Wenn man normal schaut, das heißt, man schaut nicht 5 Meter vor sich, sondern man ist im Verkehr und schaut je nach Bahn 50 Meter vor sich. Dann sieht man das doch und weiß so, du kannst dich durchdrängen oder du siehst, der Bus rollt das schon so ein bisschen. Dann wartest du halt. Also ich finde das ganz normal. Danke fürs Mitdenken, aber anscheinend machen das so wenig Leute. Die gucken wirklich immer nur direkt vor sich. Ehrenmann Markus. Mal Rettungsgassencheck. Also semi, ne? Ach, passt schon, passt schon. Links ist was frei. Ja. Was ist denn seine Mission? Wer hupt denn da? Hä? Auf Standstreifen? Der will so schnell in Urlaub, der Typ. Das ist kein Problem, Alter. Mir und Femi fast den Spiegel ab. Ja, okay, er braucht nicht zu übertreiben. Was ist denn seine Mission, bitte? Oh, man muss ja hier kacken, oder was ist sein Problem? Junge, was ist hier heute schon wieder los? Ja, bei sowas denke ich mir auch, lass ihn halt vorbei. Also ändert halt nichts an deiner Situation. Man würde selbst den Standstreifen nicht benutzen, sollen die Idioten noch vorbeifahren. Also keine Ahnung. Der will anscheinend ganz schnell seine Fahrräder benutzen. Der fährt schon so aggressiv rein. Und geht er geht nicht in diesen Zwischenraum genau da, oder? Nee, Gott sei Dank. Okay, LKW-Fahrer hat gechoked. Anderer LKW-Fahrer. Das heißt, der LKW-Fahrer hat einen ganzen anderen LKW übersehen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und toter Winkel war das auch nicht. Nee. Ich glaube, der hat es bewusst gemacht. Der wollte einfach rein. Warum auch immer, vor ihm ist nicht mal jemand. Idiot. Schimpf ihn voll, komm. Boah, ich muss niesen. Stuntvogel, was passiert? Als ich den Videotitel las von wegen Baum versus Baum, dachte ich, hä, was soll das denn sein? Ja, schwierig, ne? Wie soll der durch die Innenstadt? Boah, da tun die mir aber auch leid. Das sah krass aus. What the fuck? Da tun mir die LKW-Fahrer leid, dass sie durch diese engen Gassen müssen. Boah, ich hab so einen Allergieanfall gerade. Oh, so ein paar gewisse Pakete sind an dem Tage aber nicht mehr pünktlich angekommen. Pass auf, Leute, die haben nicht nur mit ihrem Internetpaket Verlust. Danke. Der war gut. Der war okay. Horrorvorstellung. Und genau wie alle jetzt da gerade entgeistert und schockiert hingucken. Keiner hätte was machen können. Ja, also guck mal, dieses Auto, was entgegenkommt, da muss man mal sehen, wie viel Pech man haben muss. Weil dieses Auto gerade da langfährt und dann kommt meterweit gar nichts. Deshalb sieht man das Kind nicht, guck. Und das Kind sieht auch das andere Auto nicht. Boah, gut reagiert. Boah, und genau wie alle jetzt da gerade entgeistert und schockiert hingucken, keiner hätte was machen können. Stell euch vor, ihr fahrt das Kind um. Weil ihr es sonst sowieso nicht seht, wenn ihr es nicht vorher kennt. Der da jetzt abbiegt, der biegt total falsch ab. Weil guck, wo unsere Kamera abbiegt, da ist richtig. Oh, okay. Jetzt guckt er da einfach mal auf den Gleisen rum. Aber ich will nicht meckern. Fremde Stadt, Stoppbooster. Ja. Ey, jetzt mal ernsthaft. Wer hätte das gemerkt? Das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. Also das verstehe ich komplett. Obwohl da, also wenn man ganz dann genau nach den Schildern geht. Das ist ja der Pfeil hier, der extra sagt, wenn du abbiegst, dann bitte hier rein. Aber ganz ehrlich, das ist... Big Papa Doggy Me ist mit dem 5er Kuss, Bro.
Let's go, auf hoffentlich besseres Ende vom Jahr. Jetzt guckt ihr da einfach mal auf den Gleisen rum. Aber ich will nicht meckern. Fremde Stadt, stockduster, bisschen feucht, alles spiegelt, reflektiert. Ja, und jetzt ist er wieder auf der Strecke. Ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Chef, der biegt jetzt wieder falsch ab. Das wäre geil. Da vorne gurkt ein Radfahrer rum. Der kommt auf Ideen, auf die komme ich im Leben nicht. Also einfach mal loszufahren, obwohl Autos kommen. Ich verstehe das nicht. Wer fährt jetzt los? Du hast keine Vorfahrt. Boah. Bitte, ich hätte den platt gemacht. Ich hätte den platt gemacht. Nee, wir die meisten nicht. Und da habt ihr gesehen, der Fahrradfahrer beschwert sich. Guck. Bitte, ich hätte. So, was? Warum hupst du? Bro, du fährst gegen den Verkehr. Was ist los bei dir? Dass Radfahrer tatsächlich denken, wir hätten Vorfahrt oder sowas. Ist so lächerlich. Oh mein Gott, der letzte Sound ist immer so laut. Das nervt mich. Aber geiles Video, like. Ich liebe das.